Hallo und herzlich willkommen bei DSV, Ihr Logistikdienstleister in Deutschland, Europa und weltweit. Mein Name ist Jürgen Kerpen und ich werde Ihnen in diesem Tutorial zeigen, wie Sie in MyDSV Sendungen erfassen können. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, erreichen Sie diese Willkommensseite. Diese Übersicht, oder auch Dashboard genannt, zeigt Ihnen den Status Ihrer bisher erfassten oder gebuchten Sendungen. Und von hier können Sie bereits auch schon eine neue Sendungsbuchung vornehmen. Das geht entweder über den Button Neue Buchung in der rechten oberen Ecke oder Sie rufen das Menü auf mit den drei Schriften in der linken oberen Ecke und wählen hier den Menüpunkt Neue Buchung. In der Bildschirmmaske zur Sendungserfassung können Sie nun zunächst den Auftraggeber auswählen. Bei den meisten wird hier bereits das eigene Unternehmen vorgegeben sein. Sollten Sie für mehrere Firmen freigeschaltet sein, so können Sie hier auswählen, für welches Unternehmen Sie nun die Beauftragung vornehmen wollen. In der nächsten Sektion müssen Sie die Beförderungsart bestimmen. Sofern es sich um einen Straßentransport handelt, klicken Sie hier den Bereich Straße an. Bei den Adressen wählen Sie nun zunächst die Absenderadresse aus. Hierzu können Sie entweder über das Dropdown-Feld eine bestehende Absenderadresse auswählen. Das kann sowohl Ihre eigene Organisation sein, als auch die im Vorschlag angezeigten am häufigsten verwendeten Adressen. Oder Sie erfassen eine ganz neue Adresse über den Button Hinzufügen auf der rechten Seite. Ebenso können Sie bei der Empfängeradresse eine bestehende Adresse auswählen oder Sie können eine bereits abgespeicherte Adresse durch die Eingabe der ersten drei Buchstaben auswählen. Zudem haben Sie auch hier die Möglichkeit, eine ganz neue Adresse zu erfassen. Sollten Sie zusätzliche Anweisungen zur Handhabung der Sendungen übergeben wollen, so haben Sie hier zum einen die Möglichkeit, die Anweisungen des Absenders als auch die Anweisungen des Empfängers zu übergeben. Beide Felder werden in unserem Transportmanagementsystem übertragen und können so auch von unseren Mitarbeitern zur Kenntnis genommen werden. Sofern Sie einen abweichenden Abhol- oder Anlieferort haben, so können Sie hier beide Adressen nochmal in gleicher Form erfassen, wie dies bereits bei der Absender- und Empfängeradresse geschehen ist. Nun kommen wir zu dem Bereich Vergütung und Leistung. Hier wählen Sie zunächst Ihre Frankatur aus. Wenn Sie das Dropdown-Feld benutzen, werden Ihnen die Incoterms vorgeschlagen, die von Ihnen bisher am häufigsten verwendet wurden. Sie haben aber auch immer die Möglichkeit, über alle Ansehen sämtliche möglichen Incoterms anzeigen zu lassen. Sofern Sie einen abweichenden Frachtzahler haben sollten, so können Sie die Adresse an dieser Stelle erfassen. Aber in der Regel ist es immer der Frachtzahler gemäß Buchung. Als nächstes können Sie für Ihre Sendung verschiedene Leistungen hinzubuchen. Da wäre zunächst die Versicherung, die Sie hier deaktivieren können oder auch aktiviert lassen können. Sofern Ihnen ein Warenwert bekannt ist, erfassen Sie diesen bitte in das Feld Warenwert. Ansonsten wird Ihre Sendung gemäß der von uns zur Verfügung gestellten Gewichtstabelle versichert. Sofern Sie eine Nachnamelieferung haben, können Sie das entsprechende Feld aktivieren und den Nachnamewert erfassen. Wenn Sie eine Avisierung des Empfängers wünschen, so können Sie diese Leistung hier aktivieren. Bitte geben Sie dazu die Kontaktdaten des Empfängers in Form einer Telefonnummer oder einer E-Mail-Adresse an. Wenn es sich um eine Privatkundenzustellung handelt, aktivieren Sie bitte den Bereich B2C. Auch hier ist es zwingend vorgegeben, dass wir von Ihnen eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse erhalten. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Expressprodukte zu wählen, die eine Zustellung um 8, 10, 12 oder 16 Uhr innerhalb der gegebenen Laufzeit garantieren. Diese Produkte befinden sich allerdings nur in Ihrer Auswahl, wenn es sich um eine nationale deutsche Sendung handelt. Bei internationalen Sendungen können diese Produkte nicht ausgewählt werden. Zum Schluss haben Sie noch die Möglichkeit, Zustellungen mit Hebebühne zu beauftragen, was Sie wiederum durch einen Klick auf den entsprechenden Button aktivieren können. Kommen wir als nächstes zu den Sendungszeilen. Hier erfassen Sie zunächst die Anzahl der Verpackungseinheiten und geben als nächstes die Verpackungsart an. Die Verpackungsarten sind vorgegeben. Sie können hier zunächst die klassische Europalette auswählen, Sie haben aber auch noch eine Anzahl weiterer möglicher Verpackungseinheiten zur Auswahl. Wenn Sie eine Europalette auswählen, so sehen Sie unter Abmessungen schon gleich die Länge und Breite als fest vorgegeben. Als nächstes erfassen Sie das Gesamtgewicht und sofern bekannt auch noch das Nettogewicht. Bitte geben Sie stets auch die Höhe zu jeder Verpackungseinheit an. Daraus kalkuliert sich dann automatisch das Gesamtvolumen und auch die erforderlichen Lademeter. Bei der Warenbeschreibung erfassen Sie frei den Inhalt und unter Markierung haben Sie nochmal die Möglichkeit, eine bestimmte Identifikationsnummer oder Merkmal zu der Sendung zu erfassen.
Wenn Ihre Sendung aus verschiedenen Verpackungsarten besteht, so können Sie hier unten eine weitere Warenzeile hinzufügen und erfassen dann ebenfalls nochmal die Anzahl der Verpackungseinheiten, die Verpackungsart sowie das Gesamt- und Nettogewicht. Da wir an dieser Stelle die Verpackungseinheit Kolli gewählt haben, müssen Sie in diesem Fall die Abmessungen selber eintragen. Außerdem kommen natürlich wieder Inhalt und Markierung hinzu. Sollte Ihre Sendung Gefahrgut enthalten, so können Sie pro Warenzeile Gefahrgutinformationen erfassen. Hierzu aktivieren Sie das Kästchen Gefahrgut und es erscheinen neue Felder, wo Sie Ihre Gefahrgutinformationen erfassen können. Da wäre zunächst mal die Gefahrgutart ADR für den Straßenverkehr. Sie können die vierstellige UN-Nummer erfassen. Gefahrgutklasse, Verpackungsgruppe, Tunnelcode und Versandbezeichnung werden dann automatisch gefüllt. Anschließend erfassen Sie hier nochmal die Anzahl der Gefahrgutpackstücke mit der entsprechenden Verpackung. Sie erfassen dann bitte die Bruttomenge und auch die Nettomenge jeweils in Kilogramm oder Liter. Und sofern es sich um Limited Quantity handelt, begrenzte Menge, können Sie auch diese Information hier erfassen. In der Summenzeile sehen Sie stets die Anzahl Ihrer Packstücke sowie das Bruttogewicht, als auch Volumen und Lademeter der kompletten Sendung. In der Sektion Datum und Zeitpunkt können Sie zunächst ein bevorzugtes Abholdatum erfassen. Hier erscheint in der Regel der nächste Werktag. Sofern erforderlich, können Sie noch einen gewünschten Abholzeitpunkt erfassen und beim Lieferdatum können Sie ein beliebiges Lieferdatum auswählen und können diesen Termin über das Kästchen fixiert auch zu einem verbindlichen Liefertermin machen. Beachten Sie hierbei bitte, dass verbindliche Liefertermine in der Regel kostenpflichtig sind. Auch bei der Lieferung können Sie einen gewünschten Lieferzeitraum oder auch die Warenannahmezeiten erfassen. Zum Ende der Sendungserfassung können Sie jetzt noch beliebige Sendungsreferenzen übergeben. Hierzu erfassen Sie zunächst auf der linken Seite den Bezugstext und wählen auf der rechten Seite die Art der Referenz aus. Dabei können Sie wählen aus Auftragsnummer, Empfängerbezug, Rechnungsbezug, Verladerbezug und Sonstiges. Wenn gewünscht, können Sie auch noch eine beliebige Anzahl weiterer Referenzen erfassen, die Sie jeweils wieder einer Referenzart zuordnen. Unter Benachrichtigungen können Sie nun noch auswählen, über welche Stationen der Sendungen Sie informiert werden möchten. Die Empfänger dieser Benachrichtigungen haben Sie zuvor bereits im Menüpunkt Einstellungen festgelegt. Zum Abschluss Ihrer Sendungserfassung können Sie noch beliebige Anhänge wie zum Beispiel Versandpapiere, Rechnungen oder Zolldokumente übergeben. Hierzu können Sie entweder die Datei klassisch hochladen oder aber auch einfach die Datei in diesem Bereich ablegen, sodass sie dann automatisch hochgeladen wird. Damit haben Sie Ihre Sendung vollständig erfasst. Als letztes müssen Sie nun noch diese Sendungsdaten an uns übergeben. Dies geschieht durch den Button Buchen abschicken in der linken unteren Ecke. Sie können aber auch die Sendung zunächst als Entwurf abspeichern. In diesem Fall wird die Sendung noch nicht an uns übergeben und Sie können noch beliebige Änderungen an den Sendungsdaten vornehmen. Mit Buchen abschicken werden die Daten final an uns übertragen und Sie können keine nachträglichen Änderungen mehr auf diesem Portal vornehmen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Sendungsinformationen als Vorlage zu speichern. Damit können Sie dann weitere Sendungen erfassen, die vorab immer mit denselben von Ihnen vorgegebenen Werten gefüllt werden. Bei Niveau können Sie wählen zwischen Unternehmen und Benutzer. Hierüber steuern Sie, ob alle in MyDSV angemeldeten Nutzer Ihres Unternehmens auf diese Vorlage Zugriff haben oder nur Sie alleine. Gespeicherte Vorlagen finden Sie am Anfang des Erfassungsbildschirms und können Sie dort entsprechend auswählen. Das war es zum Thema Sendungserfassung. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.